Der Wald, er liegt vor mir und ich knall jetzt einfach mal durch. Ich meine, ich müsste ja mittlerweile stark genug sein, alles, was auch diesen komischen, diese anderen Viecher da alles mal hier Platz zu machen. Oh, Scavenger. Ja, aber die zwei Stück, wir wissen ja noch vom Anfang. Oh, sogar drei, die könnten mir gefallen. Na, noch ein paar Wölfe. Und ein paar Fliegen. Ja, müssen wir halt schnell. So, Scavenger. Der auch noch. Das Final. Ach komm. Lüg doch nicht. Fliegen. Hol die Fliegenklatsche raus. Am Anfang hätte mich so ein Haufen echt auseinandergeschraubt, aber so wird man halt stärker. Und zieht ihn halt einfach nur nochmal das Schwert durchs Gesicht. Matsch. Platsch, platsch. Scavengers. Scavengers. Ich mag das echt. Okay, Scavenger ist tot. Oh, wie viel Wald ist denn hier noch? Oh, überall noch Viecher, oder was? Ist auch echt nicht. Kein Meter voran ohne mich, Viecher an der Seite. Ja, wie sie sich begatten, wenn sie jetzt einfach hier spawnen. Was ist denn mit dem Rudel passiert? Keine Rudelangriffe mehr? Oh, ja. Jetzt ist wieder Attacke hier. Säbelzahntiger. 2, 3, 4 Scavenger und ich glaube jetzt. So. Puh. Okay. Neue Lager, willkommen. Hier ist ein schöner Weg. Das ist gerade, das ist ebenerdig. Da sind wir halt zackig. Irgendwie spielt sich, wenn man ins dem Sektenlager beitritt, spielt sich halt irgendwie alles im Sektenlager ab am Anfang. Ich meine, die Anrufung des Schläfers macht man ja auch als alter und neuer Lagerfuzzi, aber wenn man im Sektenlager beitritt, dann sieht man halt von diesen anderen Lagern, außer das alte Lager am Anfang und das war's eigentlich. Man braucht das neue Lager gar nicht erst besuchen. Man kann auch einfach das ignorieren. Man braucht halt nur Level 5. Man kann sich auch einfach durch die Welt kloppen, um das zu erreichen. Aber egal. So, wir hüpfen hier jetzt lang. Lang. Noch mehr fliegen. Oder habe ich jetzt gar keinen Bock drauf? Oh, toll. Bin ich ins Wasser gefallen. Schwimmen gegen den Strom ist voll die gute Idee. Oh, wie ich vorankomme. Seht ihr das? Boah, noch ein halber Meter. Und dann ist mir auch bei mir noch ein halber Meter weit gekommen. Okay, gut. Tja, doofes Schwimmverhalten ist doof. So, jetzt diese ganzen Viecher hier ignoriere ich einfach mal, weil ich meine... Okay, ich bin gleich eh wieder Level up. Dann, aber ich möchte ja zwei Handwaffen jetzt ein bisschen lernen. Mag ich eigentlich, dass man halt erstmal eine Handwaffen ausbauen muss, um dann zwei Handwaffen zu lernen. Ist ganz nett gemacht. Warum da 5 und 10% steht, verstehe ich so nicht. Wahrscheinlich ist das die Crit-Chance. Ja, Volltrefferchance, 10%. Ich glaube, das ist der Cheater-Eingang zum Banditenlager. Aber die Banditen haben sich hier auch gut abgesichert. Auch hier ist ein Fluss und hier wird bestimmt nie jemand langkommen. Da brauchen wir keinen Schutz hinbauen. Roffel. Roffel, lol. So, bin ich hier angekommen. Ich hüpfe jetzt noch ein bisschen. Hüpf und hüpf. So, nochmal speichern. Einfach, weil der ganze Weg jetzt hier hinter mir liegt und das Ganze nochmal zu ertragen, das kann ich nicht. Oh, nicht besonders schlau. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig. Oh, wie ich immer ihn hier. Also, er meint jetzt hier, mich besiegen zu können. Der Kampf ist entschieden. Alter, wir... Ihr meint ganz jetzt? Ruhig. Alles in Ordnung. Der Alter. Kampf ist entschieden. Mein Gott, ey. Ja, dann nehme ich die hier beiden mal auf. Selbst schuld.
Beim. Die Waffe gehört jetzt mir. Lol? Lol? Hardcore-Lol? Warum wurde ich von hinten weggenagelt? Steh auf, Mann. Steh doch auf. Ach, komm schon. Ja, warum er mich jetzt er hat mich einfach verprügelt und geht jetzt weg. Das ist nicht eine Kunst. Ah ne, er steht da. Ja, Fleisch. Ist das voll heilend schön. Ich könnte schlafen, aber ich habe da jetzt keinen Nerv drauf zu schlafen. Ich knall mir Fleisch in den Kopf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Er klingt halt irgendwie wie Mutt. So, du Penner. Was willst du, Alter? Willst du Schläge? Ja? Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ja, und irgendwie hast du mich gerade verprügelt. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich ihn denn? Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Na gut. Bis später. Ja, bis denn. Nächstes Mal hau ich dir auf, Fraser, ey, Kollege. Was der eigentlich meint, ey. Arroganter Schnösel. Komm von hinten, zieht mir die Axt übers Gesicht. Und meint dann, mich freundlich darauf hinweisen zu können, dass die Wassermagier hier irgendwie, ne? Ja, so wird man hier begrüßt. So, eine Wohnhöhle, ey. Wie damals. Im Zeitalter, als die Menschen noch keinen halben Meter gelaufen sind, ey. Damals haben sie noch mit Keulen geschwungen und Uga Uga gemacht. Und da haben sie auch in Höhlen gewohnt. Oh, das war eine Advanced-Höhle. Oh, nice. Erz. Damit kann ich bestimmt ordentlich zahlen. Hallo, Kronos. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Iberion ist tot. Lang lebe der Führer. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Geh zur Seite! Nix ist. Erstmal redest du hier mit mir. Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her. Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Also dritte Antwortmöglichkeit. Nein, ich gehe nicht zur Seite. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetrian doch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Geh zur Sa-
Ja, ja. Ich gehe nicht zu Seite. Ich gehe zur Seite. Och, jetzt bin ich hier. Oh, ich geh da. Oh, ey, da ist der Typ, der mir. Dich verprügel ich auch immer noch. Eine Geschichte muss wohl doch was dran sein. Oryk. Oryk, der Ork. Das ist er nicht. Ich würde sagen, hier. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Tetriandoch. Die Parole lautet Tetriandoch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Tja, ich bin halt Glock, ne? So, Tartoras du? Nein, hier auch nicht. Oh, hier. Hier ist eine große Hütte. Die Chefe wohnen hier immer in die große. So, Saturas. Hallo. Hör auf zu lesen und red mit mir. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Ja. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ja, ich habe hier einen Almanach unten vor. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle fünf der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der fünf Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Fetzen! Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. So, und jetzt? Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die vier restlichen Fokussteine. Ich raten, ihr habt ihr in dummerweise befindet sich kein einziger dieser vier magischen Steine in unserem Besitz. Klar. Ich bin bereit, diese vier Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen.